Mein Ziel heißt es nicht, es bequem zu machen. Mein Ziel heißt, ich will mit Jesus weitergehen. Ich will mit ihm aufs Wasser gehen, auch wenn ich vielleicht mal sinke. Aber eins weiß ich, so wie Petrus, der gerufen hat, Herr, helf, ich weiß, Jesus ist nicht weit weg, er streckt mir seine Hand entgegen. Er hält mich fest. Das heißt nicht, dass Jesus auch immer gleich kommt. Er vermeidet alle Noten, alle Schwierigkeiten, alles Leid. Ja? Nein, aber du bist in der Situation, da ist Jesus da. Und du wagst es, aufs Wasser zu gehen. Du hast Angst, ja, das ist richtig. Aber es gibt kein Versagen, was dich von einem liebenden Gott trennt, der dich hier über dich gesprochen hat. Sehr gut, ich liebe dich, ich habe dich angenommen. Egal, in welchem Scheiß du aktuell steckst, egal, was du gerade verbrochen hast, ich liebe dich trotzdem. Es hat nicht mit Leistung zu tun. Es geht nicht darum, dass ich etwas leiste, damit Gott mich annimmt, sondern du bist so, wie du heute Abend bist, von Gott angenommen. Wenn du aus dem Boot aussteigst heute Abend, wirst du Erstaunliches erleben. Bei Petrus war mitten durch sein Versagen diese Hand der Rettung von Jesus sichtbar. Und wisst ihr, was da passiert ist? Alle im Boot, alle anderen Bootshauer beten Jesus plötzlich an. Wenn du Schritte machst aus dem Boot und aufs Wasser gehst und Jesus mit seiner Macht kommt und eingreift, wird es so sein, dass Menschen um dich herum auch die Bootshocker anfangen, hineinzubeten, weil sie sehen, was Gott tut. Das ist nicht großartig. Sie sagen, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Das ist Anbetung. Du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Das ist Anbetung, dass der Sinn unseres Lebens als Einknopf gegangen soll es herauskommen. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der absolute, der einzige König. Und ich bin ein Prinz oder du bist eine Prinzessin. Aber nicht nur auf der Erbsen, sondern auf der Erbsen. Wie wäre es mit Aussteigen? Ich komme zum Ende. Wie wäre es mit Teenies, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, wenn Urus, die unter 100, wenn die aussteigen würden? Wenn wir endlich aussteigen würden und aufs Wasser gehen würden? Und dann kommt die Macht Gottes ins Spiel, dann geschehen erstaunliche Dinge. Wie wäre es, wenn du dein christliches Sympathisantenleben mal aufhörst? Du bist in der netten Jugendgruppe, findest auch alles ganz cool. Du lässt Jesus auch irgendwie mal ein bisschen ran in dein Leben. Vor allem, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir geht. Aber du bist doch nicht an dem Punkt wie Petrus, der dann reagiert, als er sagt, Herr, wenn du es bist, dann bin ich nicht. Jesus sagt, komm. Wie wäre es, wenn wir uns neu entschließen, Grenzen zu überschreiten, Neues zu wagen, raus aus Bequemlichkeit, raus aus einem Seichen, aus einem stinkenden religiösen Sumpf, aus unserer Not aussteigen? Wie wäre es, wenn jeder von uns sagen würde, Jesus, sag mir, was ich tun soll, ich gehöre dir. Jesus sucht immer noch Leute, die aus dem Boot aussteigen und sagen, immer noch. Aber du wirst nicht von Problemen verschont bleiben, sagst du. Du wirst trotzdem mit Dingen konfrontiert werden in deinem Leben. Da tobt ein Sturm raus. Du wirst mit Angst zu tun haben. Dein Glaube ist nicht perfekt, du wirst vielleicht auch sinken. Aber wenn du versagst, und wir werden versagen, dann ist Jesus immer noch da, der wird dir auf die Beine helfen. Er lässt dich und er lässt dich nicht allein. Und das ist die Botschaft von der Arbeit. Und das ist die Riesenherausforderung des Bauhauses von uns heute. Jesus fragt mich am Ende dieses Abends, ob du bereit bist, aus dem Boot auszusteigen. Das funktioniert nur. Das wird nur gehen, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Das wird nur gehen, wenn wir in Beziehung zu Jesus sind. Das wird nur gehen, wenn wir eng bei Jesus dranbleiben. Das wird nur gehen, wenn wir sagen, egal was kommt, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich habe so viele Situationen in meinem Leben erlebt. Bedeutet nur, wie Jesus zu dem steht, was er sagt. Ich weiß noch, eine Situation, da war ich fast in einer anderen Gemeinde und wir hatten kein Geld mehr. Kinder zu Hause, kein Geld mehr, nichts mehr. Und ich habe morgens gesagt, Jesus, es wird jetzt schwierig heute. Aber ich habe dir vertraut, ich bin aus dem Boot ausgestiegen. Und ich will auch mich nicht beklagen. Und ich sage, Jesus, ich wollte eigentlich immer eine Million auf den Vortrag haben. Zur Zeit war es ganz schlecht. Und dem Morgen sage ich, Jesus, wird jetzt eng. Jesus, tu was. Und ich weiß noch, ich gehe in meinen Briefkasten. Ich mache den Briefkasten auf, hole einen Brief raus, steht keine Ahnung, nichts drauf, öffne diesen Umschlag und mal 500 Euro drin, einfach so.
Ich habe Wunder über Wunder erlebt. Ich habe Angst erlebt. Ich habe erlebt, wie Jesus dafür spricht. Aber eins weiß ich, die beste Entscheidung meines Lebens ist die, dass ich ausgestiegen bin aus dem Boot und dass ich mein Leben Jesus vertraut habe. Was machst du damit? Jesus ist hier in seiner ganz großen Liebe. Wenn dein Herz an dieser Stelle besonders packt, glaube ich, wird Jesus heute auch etwas tun. Klar, wir sind dann aufzustehen und auf unsere Lobpreiszeit kommen. Wir wollen die Zeit des Gebetes nehmen. Ich möchte dazu ermutigen, dass wir heute die Entscheidung von Gott treffen. Klar, wir sind aufzustehen, wir können es nicht tun. Und ich sage, ich möchte übersetzen bleiben. Alles Gute. Aber ich würde gerne mit dir sprechen und dann wollen wir miteinander beten. Und dann steht hier vorne auch Gebetsteam zur Verfügung. Wenn du sagst, ja, es ist heute Abend dieser Zeit, da wo ich aussteige, ich möchte eine Entscheidung treffen. Vielleicht zum ersten Mal, Jesus. Vielleicht sagst du, ich stehe vor einer echten Herausforderung. Ich brauche klares Reden von Gott. Dann weiß ich, dass Gott hier ist heute Abend durch seinen Heiligen Geist und dass er zu dir sprechen will. Herr, wir danken dir, dass du ein zuverlässiger, ein treuer, ein ganz starker Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du diesem Abend in unser Leben hineingesprochen hast. Und mein Gebet ist, dass du uns Mut gibst, Entscheidungen zu treffen, die halten. Entscheidungen für dich, Entscheidungen für ein Leben mit dir, Entscheidungen, mutig zu sein, in unser Leben wieder zu treffen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier, der in dieser Reihe sitzt. Du kennst jedes Herz besser. Jeden Einzelnen kennst du viel besser, als er sich sogar selber kennt. Ich bitte dich, Gott, sprich ein Wort des Lebens. Komm du. Hier nach vorne zu kommen. Das Gebetsteam von morgen darf schon kommen. Und wir wollen beten. Ich weiß nicht, ob du das gewohnt bist, keine Ahnung, wir machen das sehr oft bei uns. Da passiert auch erstmal nichts in dem Sinne, außer dass du mit deinem Schritt hier nach vorne sagst, okay, ich brauche Gebet. Wenn du sagst, ja, ich bin in so einer Situation, ich möchte wirklich aus diesem Boot aussteigen. Ich möchte Entscheidungen treffen, damit Jesus in meinem Leben richtig groß wird. Ich möchte zur Verfügung stellen, dass wir unsere Stadt Lörrach, dieses Dreiländer, Jesus noch viel stärker wird. Vielleicht sind solche Dinge. Und vielleicht sagst du, ich habe eine Beziehung, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich brauche einfach Gebet, dann ist jetzt die Möglichkeit dazu kommen. Wir werden derzeit da gehen und den Kreis sagen, wenn es dir gut geht, und du bist dann segne die Leute hier vorne. Aber wenn du Gebet möchtest, dann komm doch. Jetzt bin ich voll gestattet, glaube ich, schließlich von meiner Seite. Jetzt bin ich voll gestattet. Dass du überlegst, wer sitzt jetzt links oder rechts von dir oder hinter dir. Mama und Papa sind nicht da, glaube ich, meistens nicht da. Aber das ist jetzt mein Kumpel, was denkt der, wenn ich da aus der Reihe gehe, nach vorne gehe? Das ist genau der Punkt, aus dem Boot auszusteigen und Jesus zu folgen. Ich sehe Jesus hier, ich sehe ihn hier. Und er will dich, er liebt dich. Er will dich haben, ganz besonders. So Gott, wir beten dich. In der Atmosphäre der Freiheit da ist. Freiheit, sich für dich zu entscheiden. Freiheit, dein Wille zu tun. Bitte, komm in dein Reich jetzt. Geschehe dein Wille im Himmel, so auch auf Erden, so auch hier in diesem Abend. So, du wollen nicht dreimal, fünfmal rufen, sondern ich lade es an jetzt. Komm, dann wir einfach dein Beten weiter. Komm, wir wollen beten. Oh.
Thank you.
zwei Mädchen oder Frauen sind, wo irgendwie in so einem Loch sitzen. Und das ist ja sehr schlechte Gedanken über sich selber und Schamgefühl. Aber so wie wir jetzt gehört haben und auch singen, dass wenn wir diesen Schritt auf Jesus zutun und ja, einen Schritt nach vorne gehen und sagen, hey Jesus, hier bin ich, dann möchte er dich berühren. Und er möchte und wird dich auch berühren. Und ich möchte jetzt einfach dazu ermutigen, wirklich den Schritt im Herzen zu tun und zu sagen, hey Gott, hier bin ich, hilf mir daraus. Die Umstände, in denen ich mich befinde, sind nicht gut. Aber Herr, ich möchte diesen Schritt im Glauben tun und ich möchte dir vertrauen. Und wenn du das machst in deinem Herzen, dann passiert da was. Und ich habe auch ganz stark noch den Eindruck, dass hier viele Leute sind, die Heilung brauchen und die körperliche Schmerzen haben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nach vorne zu kommen, diesen Schritt übers Wasser zu gehen und dass wir dafür beten, in Autorität, weil wenn wir wirklich Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Und das heißt, ja, ich werde dich unterstützen, ich werde dich aus dem Ganzen hinausziehen, ich möchte, dass du mein Kind bist. Und er wird dich heilen. Aber hab diesen Schritt, diesen Mut, nach vorne zu kommen. Und Gott wird dich berühren. Er möchte jedem Einzelnen von euch was schenken. Er möchte nicht, dass ihr so rausgeht und sagt, es war ein cooler Gottesdienst, sondern er möchte jedem Einzelnen in eurem Herzen was festlegen, ein festes Fundament, dass ihr wirklich rausgehen könnt, dort wo ihr seid, in der Universität, in der Schule, in der Arbeit, dass ihr strahlt, dass ihr Lichter seid, Salz und Licht.